Ja, hallo liebe Modellbau-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal Franks Modellbau-Ecke. Ja, ich starte jetzt schon das achte Video mit dem Bauschritt 26 und zwar mit den Masten. Einmal hier mit dem Großmast und einmal mit dem Fockmast. Ich habe jetzt die zugehörigen Hölzer schon zugeschnitten. Das ist einmal 6 mm mal 180, 4 mm. Die Länge sage ich jetzt nicht so im Detail, da ich glaube, hört zu viel auf. Dann habe ich jetzt hier so die Decksbalken schon mal zusammengeklebt. Mit den Salinge nennt sich das. Das sind die längeren Hölzer hier und die Deckbalken sind das die vorgefertigten Teile. Das ist das hier. Nennen sich jetzt hier in der Beschreibung Decksbalken, genau. Und diese nennen sich dann hier so die Salinge. Das sind jetzt hier von den Hölzern 2x2 mal 47, sind zwei Stück. Und hier von den kurzen der ist 29 mm lang. Und das habe ich ja doppelt und habe schon mal einmal das zusammengeklebt. So, dann habe ich jetzt auch dazu, habe ich jetzt hier noch die Eselshaupt. Habe ich jeweils zwei Stück, weil es ja zwei Masten sind. Und die muss ich jetzt auch laut der Grundrisszeichnung, muss ich die jetzt noch konisch anfertigen. Also ein bisschen immer nach oben hin verjüngen. So, das will ich jetzt machen und dann will ich die anfangen zusammenzukleben. Okay, der erste Mast habe ich jetzt soweit zusammen. Da habe ich jetzt hier der Untermast von dem Fockmast ist das jetzt. Und dann Eselshaupt, Mastbalken, ich muss mal zwischendurch gucken, Decksbalken mit Saarlänge. Das ist also hier oben Decksbalken und Saarlänge, die Streben, die hier, Hölzer hier sind. Und das hier oben ist, die Maßstänge, Fockmast. Das ist der obere Mast. Ich sage einfach, das obere Mast ist, glaube ich, für mich einfacher. Und unten habe ich jetzt hier schon Abschussstücke und Mastlöcher, heißt das. Warum die jetzt so bezeichnet werden, da habe ich jetzt keine Ahnung von, aber so sieht der Mast jetzt im aus. Der wird jetzt als nächstes, wird der mit Klarlack lackiert. Und dann werde ich dann. Kommt als nächstes kommen dann hier die Blockrollen und die Taubkloben kommen dann daran, wie es dann hier auf den Zeichnungen dann aussieht. So, was ich als nächstes jetzt machen wollte, so, hier, so machst du mal. So. Ich habe den jetzt auch schon den oberen Mast, den, boah, Mann, die Eselshaupt habe ich da schon angeklebt, vorbereitet und der andere Mast ist auch soweit vorbereitet. Ich wollte den jetzt nur zusammenfügen dann noch. Durch den Marsch auch mit Holzleim. Ja, ein bisschen nochmal aufmischen. Ich kann schon ein paar Minuten stehen lassen. Ja. Ich habe das vorher schon mal zusammengesteckt, damit das auch hier passt. So, muss schon gucken. Aber passt. So, ich mache jetzt ein bisschen den Leim weg hier. So. Okay. So, passt das jetzt alles? Ich mache jetzt gleich noch ein bisschen mehr weg. Ich lackiere jetzt die zwei Masten, also der Fockmast und der Großmast. Die sind fast identisch. Nur irgendwie so auf der Länge ist es ein bisschen anders. So sehen die Masten jetzt aus, Fockmast und Großmast. Ich habe jetzt die Taukloben und die Blockrollen habe ich befestigt. Und zwar hier unten jetzt hier Blockrolle, es sind noch jeweils eine immer nur dran, alles andere sind Taukloben. Und hier habe ich mit einem Draht, 0,25er Draht, habe ich befestigt und teilweise mit Garn, schwarzen, wie in der Anleitung geschrieben und in der Skizze, in der Planzeichnung angegeben. Als nächstes mache ich jetzt hier die Ra. Da habe ich auch das zugehörige Material schon vorbereitet. Da habe ich einmal so drei Stück, die hier kommen. Das ist einmal 4 mm, 3 mm und 2 mm. Noch ein paar Taukloben, noch drei Ösen und noch ein paar Hölzer, die werden angeklebt und werden dann noch ein bisschen bearbeitet.
bisschen angepasst. Das sieht dann so aus. So. Und ich muss aber jetzt als nächster Schritt muss ich die Hölzer wieder konisch schleifen, feilen. Und ich habe jetzt vor kurzem habe ich ein Video hochgeladen, wie ich das mit dem Akkuschrauber mache. Und da ist vielleicht für Missverständnis gekommen, ich habe es nicht erfunden oder das ist alles Quatsch. Ich habe es nur nicht in YouTube, ich habe mal nachgesucht, wie das einer macht oder sowas. YouTube zeigt mir da nichts an, wenn ich Rundhölzer, konisch schleifen, kriege ich kein Suchergebnis für. Und da habe ich gedacht, okay, das hat vielleicht auch keiner gezeigt, also deswegen habe ich das gemacht. So, dann kommt jetzt oben rechts kommt ein Link, da könnt ihr euch das dann mal angucken. So, und ich bereite jetzt die Hölzer vor und jetzt mit der Rad zeige ich euch jetzt wieder noch mehrere Arbeitsschritte, wie ich das gesamt alles gemacht habe. Die drei Hölzer habe ich jetzt so vorbereitet. Ich habe jetzt angezeigt, ab wann ich die konisch schleifen muss. Weil das mittlere Stück bleibt gerade und dann kommen die Hölzer nicht mehr dran geklebt. So, und jetzt bearbeite ich die konisch. Die Rad habe ich jetzt konisch geschliffen. Also die 4 mm, 3 mm und die 2. Habe die Hölzer jetzt an der Rad angebracht für die Mastschalung. Die Mastschalung habe ich jetzt bearbeitet bei allen drei Rahen. Und zwar die Schrägen angepasst, in der Mitte mit so kleinen Rundpfeile für den Mast vorbereitet. Und jeweils in allen Rahen dann eine Mastschalung bzw. 1 mm Löcher reingebaut, damit ich später das Garn durchkriege. So, alle drei bekommen jetzt eine Schicht Klarlack. So, ich versuche euch jetzt mal zu zeigen durch meine Lupenlampe mit dem Draht 0,25 und die Tauklobe, wie ich die befestige oder wie ich das mache. Ich lege jetzt hier eine Schlaufe, ich gucke jetzt auch ein bisschen seitlich, ist für mich jetzt noch ein bisschen verzerrt. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen, wie man es ungefähr macht. Ich mache das jetzt hier mit dem Finger. Ich lege eine Schlaufe, damit man so ein bisschen sehen kann. Ist nicht ganz so einfach jetzt für mich. Ist sowieso nicht so einfach. Jetzt lege ich dann die Schlaufe um die Tauklobe rum. Das muss ich glaube ich nochmal üben. So. Alles geht. Ich habe es geschafft. Und dann drehe ich die. Jetzt mache ich das alles mit dem Finger. Guck mit der Draht, damit die Tauklobe ist. Und fertig, wenn man die ein bisschen gedreht hat. So, könnt ihr das so sehen? Ich zeige euch das mal vor der Kamera hier. Das ist glaube ich besser. So, das ist ein bisschen, na, Moment mal ein bisschen anders. So, na. Stell ich schon scharf, komm. Wenn die schlicht, kann eigentlich nicht sein. Ich weiß nicht, noch. Ja. Ist aber groß, aber. Stark hell jetzt hier. Ja, jetzt hat es. So, jetzt geht das sehen. Genau, so sieht das aus. So, jetzt einmal. Ich mache eine kleine Unterbrechung. Ich mache die nächste Tauklobe. Mache ich mit dem schwarzen Garn jetzt. Dann bereite ich das nur vor. Ja, ich versuche es jetzt mal bestmöglich zu zeigen. Ich habe jetzt einen Garn vorbereitet. Ungefähre Länge, die ich brauche. Und habe die über eine Bienenwachskerze gezogen, das Garn. So, jetzt mache ich eine normale Schlaufe. Oder einen normalen Knoten rein. Sagen wir so. Das mache ich jetzt. Hier geht das jetzt noch mit den Fingern. Manchmal muss man auch mit Pinzette machen. Langsam reden. Dann geht das auch. So. So. Ne, nicht so eng. Ich kann das jetzt auch nicht ganz richtig erkennen, weil ich jetzt ein bisschen schräg reingucke und dann verzerrt die wieder anders. Normalerweise guckt man ja gerade rein, um das zu erkennen. So. Dann fummel ich mir hier die Tauklobe jetzt da rein. Ziehe sie ein bisschen langsam zu.
und hoffe, mit dieser Pakt. Genau, sowieso, ich habe gewonnen. Jetzt muss ich nur den Knoten ein bisschen am Kopfende kriegen. Und ziehe das Ganze nochmal zu. Ich hoffe, ich. Also, ja. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen mal aus dem Bild rauskommt. Aber ich versuche das bestmöglich zu zeigen. So. Was ich jetzt dann mache, jetzt muss ich ein bisschen selber gucken. Ich habe hier noch ein bisschen Sekundenkleber auf dem Deckel und setze ihn hier oben auf den Knoten drauf, damit er dann fest ist. So. Na, warte einen Moment. Ja, ich ziehe den nochmal. Ja, okay. So ist im Prinzip auch fertig. Ich schneide ihn jetzt das eine Ende noch ab. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich meine Skalpell hingelegt habe. So, nicht das auf dem Brett. Ich schneide das eine Ende ab. So. So sieht das dann aus. Und die Lippe mal weg. Ich hoffe, es stellt sich jetzt nochmal scharf. Na. So. Ja, ich glaube, jetzt habe ich. Genau, so sieht es dann aus. So, den nächsten Schritt zeige ich dann, wie ich es jetzt an der Rahe festmache. Ich werde es beide taukloben. Einmal der Draht und einmal mit dem Garn. So. Ich habe jetzt hier die Tauklo mit dem Draht, den 0,25er. Ich lege jetzt mir hier auch wieder eine Schlaufe mit dem Draht. Und laut Grundrisszeichnung soll die relativ kurz sein. Also mache ich das auch relativ kurz. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich hoffe, es funktioniert. Ich versuche es eben zu zeigen, so gut wie es geht. So, dann muss ich jetzt mal gucken, einmal auf die Grundrisszeichnung, wie das ungefähr aussieht. Das Ding ist oben. Ich habe mir auch vorher einen kleinen, ganz kleinen Strich gemacht. Ich weiß, wo sie jetzt hingehört. Und der Strich wird sich dann ein bisschen verdecken mit dem Draht. Den sieht man nachher nicht so. Und ich mache den nachher nochmal weg. Jetzt gucke ich so, wie ich ihn rumlege. Ganz einfach, so damit ich ungefähr die Länge habe, die ich brauche. Ich habe das jetzt ein paar Mal mit dem Großmaß-Fockmaß gemacht. Das ist also ein bisschen Gefühl, da muss ein bisschen üben. Habe ich auch gemacht, ich bin auch Modellbauanfänger. Oder Schließmodellbauanfänger. So, jetzt packe ich mir die mit dem Daumen und Zeigefinger und drehe das quasi fest. Ziehe das ein bisschen an, so ist das noch verrutscht. Jetzt muss ich das nochmal korrigieren, wo ich hin muss. Und dann drehe ich das nochmal weiter. So. Ich habe die auch die. Halt mal kurz dran. Ja, ich habe auch die Länge, die ich haben möchte. Und drehe jetzt nochmal. Aufpassen, mir ist schon oft genug passiert, dass ich das überdreht habe. Liegt auch jetzt auf den Strich, den ich schon gemacht habe. Ah, doch wieder verrutscht. Aha, zu früh gefreut. Aber ich jetzt fertig bin, das abgeschnitten habe. Aber das brauche ich euch jetzt nicht zu zeigen. Ich schneide den Draht jetzt ab. Und da kommt jetzt noch ein Tropfen Sekundenkleber drauf und dann ist das fixiert. So, okay. Gleich zeige ich euch das mit dem Garn nochmal, wie ich das an der Radern festmache. Ich habe die Kamera jetzt auf dem Stativ gestellt, damit ich besser in die Lupe reinfilmen kann. Ich mache jetzt hier die Schnur. Die habe ich über eine Bienenwachskerze gezogen, auf ungefähre Länge geschnitten, so wie ich sie brauche. So, dann mache ich jetzt aber meinen. Ich gucke jetzt auch schräg in die Lupe rein, deswegen sehe ich das auch nicht immer so, wie ich eigentlich sehen möchte. So. Ich ziehe jetzt ungefähr eine Schlaufe. Die sieht ja so aus. Ich nehme jetzt mal meine Tauklobe. Halte jetzt so mittig da rein. Ich weiß, ich verdecke jetzt auch viel mit dem Finger. Aber ich glaube, man kann das Prinzip erkennen und ziehe hier irgendwann so zu, wenn ich die mittig drin liegen habe. Wenn die mir nicht wieder rausrutscht. Ich bin ja auch Modellbauanfänger, deswegen ist es immer so. Das ist jetzt meine Art, wie ich das mache.
aber es funktioniert für mich jetzt im Moment. Dann ziehe ich sie zu, richte die noch ein bisschen aus, da wo ich den Knoten hin haben möchte. Da ziehe ich nochmal zu. So sieht das jetzt aus. Tue jetzt auf den Knoten noch einen Punkt Sekundenkleber, nicht so viel. So. Lass es mir trocknen und schneide das kürzere Ende dann ab. Das andere brauche ich dann fürs Modell befestigt wird. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich jetzt die Tauklo mit dem Draht an meiner Rabe befestige. Dazu lege ich jetzt eine kleine Schlaufe. Oder biegen mir die? Legen, biegen, ja. So. Schiebe mir die jetzt auf die Rah. Ich hoffe, ihr seht das auch, wie ich das so ein bisschen mache. Kann sein, dass ich manchmal ein bisschen rausrutsche mit dem Bild. Aber leider ist schon schwer genug. Ich bin ja Modellbauanfänger. Das für mich jetzt zu machen und dann noch so zu machen, wie ich euch das jetzt zeigen kann. Deswegen ist es wieder aufgegangen, quatschen. Es ist nicht so einfach. Aber man kriegt es ein bisschen Geduld. So, jetzt haben wir drauf. Ich bin immer der, wo er anfängt, deswegen dürfen mir Fehler passieren. Wie jedem anderen Menschen auch. Ich bin ja nicht perfekt. Ich möchte nur zeigen, wie ich das mache. So, jetzt drehe ich die. Wie die relativ kurz ist. Jetzt mache ich ein bisschen die Pinzette weiter. Ich hoffe, man sieht auch was im Bild. Ich muss mal so gucken, wo ich das hinhalte. So, aber man erkennt das Prinzip. Mit dem Finger mache ich das. Teilweise mit der Pinzette mal korrigieren. Aber so ist sie fest. So, hier ist meine Kerbe. Jetzt muss ich ihn nur so einstellen, wo ich die hinhaben will. So. So, das ist jetzt nur das Prinzip, wie ich das mache. Ich muss noch mal. Die Lupe jetzt. Ich komme mit meiner Hände da dazwischen. So, dann drehe ich ihn noch ein bisschen fest. So. So sieht das dann aus. Ich tue die jetzt gleich noch genau ausrichten, wo sie hin soll. Und dann wird der kurze Draht noch abgeschnitten. Und ich setze noch einen Punkt Sekundenkleber drauf. Und dann hält die. Ich wollte es so zeigen, wie ich das mache. Vielleicht hilft es euch, deswegen. Oder es ist ein Ideenansatz. Jeder macht es ja einen Tick anders oder so. So, jetzt geht es gleich weiter mit der Rah und mit der Schnur. So, ich habe die drei Rahen jetzt fertig. Komplett fertig. Mit den ganzen Schnüren dran. Ich wollte euch eigentlich zeigen, wie ich jetzt hier noch die schwarze Schnur dran oder das schwarze Garn mit der Tauklobe dran gemacht habe. Aber ich habe hier ein paar Bauschwierigkeiten jetzt gehabt und dann habe ich das mal ohne Video gemacht. Ich musste mich da jetzt mal durchbeißen, aber ich habe es jetzt soweit geschafft. Ich habe mich auch ein bisschen teilweise geärgert über die Qualität. Jetzt beim Modell haben sich jetzt doch ein paar Schwächen aufgetan. Ist irgendwo schade, aber das Schiff in sich ist immer noch schön. Und zwar geht es so folgendes: Das beige Garn, wenn man das über eine Kerze zieht, das ist einfach nur gedreht, das Garn. Und das zieht sich dann auf. Ich hoffe, man kann es so sehen. Ist natürlich nicht schön, wenn man es vorher durch eine Bienenwachskerze zieht. Und dann geht das Garn auf. Bei dem schwarzen habe ich das nicht. Das ist ja das von Mario Schüsselmodell, was ich Anfang des Jahres bei der Weihnachtsverlosung gewonnen habe. Das Original eigentlich schwarze, was die Grünen mitgeliefert haben. Das ist in Ordnung, da passiert das nicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier bei dem ist. Ist es so, es ist. Das hat auch jetzt im Endeffekt auch funktioniert, aber naja. Dann war jetzt noch was. Ich habe noch keine in der Zeichnung, entweder in der kleinen Zeichnung, auch auf der Grundrisszeichnung, haben mir teilweise die Längenangaben von der Schnüre gefehlt. Die muss ich dann auch erst mal gucken, weil jetzt die Raja hier hinkommt. Ich hoffe, man kann es sehen. Genau. Und dann habe ich ungefähr die Schnur, wie sie ungefähr hochgeführt wird, und die wird ja irgendwo hier unten in den Nagelbänken befestigt. Ich habe es jetzt etwas länger gelassen. Ich hoffe, es sind auch lang genug, damit das alles so funktioniert.
Ich zeige euch jetzt gleich, langsam nochmal hier die RA. Jetzt ist die mittlere. Jetzt zeige ich mal nah an. Die räume ich euch zur Seite. Da wollte ich auf der Grundriss zeige ich euch noch ein kleines Ärgernis zeigen. Aber anscheinend, wenn ich so ein bisschen mitgekriegt habe, so Modellbauzeichnungen oder Anleitungen sind generell nicht sehr berühmt. Oder, ja, funktionieren einfach meistens nicht. Ich führe mich auch kurz aus dem Weg, aus dem Sichtfeld und hole so, meine Grundrisszeichnung von dem Mast. Und zwar hier von dem Großmast. Den hole ich jetzt auch mal hier runter. Ich habe das natürlich, wo ich den Mast gebaut habe, auf die Zeichnung konzentriert, jetzt auf der von dem Großmast. Hier stimmen auch die ganzen Angaben oder die Längen, die ich gemacht habe, von den Tauchloben. Da habe ich erstmal nachgerichtet. Und wo ich jetzt später mal jetzt hier nochmal den Mast kontrollieren wollte, wie da ein Schiff reinkommt, da sind die auf der Zeichnung auf einmal, sind die ungefähr doppelt so lang. Ja, ich lasse jetzt so, wenn ich nachher irgendwie mit der Takelage, die dran bin, mit den Garnen, mit dem Verbinden, muss ich mal gucken, wie ich das so hinhaue, ob das alles so funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich die dann eben nochmal abändern. Ja. Ist jetzt leider so. Aber ich baue das auf jeden Fall jetzt fertig und ich muss eben dann eben ein bisschen aufpassen. Vielleicht auch eher vorher mal kontrollieren, was die dir angegeben haben. Ist eben so leider. So. Okay, ja. Dann wollte ich eigentlich noch, ja genau, was ich noch sagen wollte über die Taugloben. Wie ich das mitgekriegt habe, Mario von Mario Schiffsmodellbau, der hat auch im Video gesagt, der hat auch mal ein Schiff gehabt, da hat er die Taugloben verkehrt herum dran gemacht. Das habe ich wahrscheinlich, oder ich gehe davon aus, das habe ich ja echt auch gemacht. Weil die Löcher eigentlich immer vom Knoten weg sein sollen. Die sind ein bisschen versetzt. Aber ich habe Taugloben, die sind ein bisschen versetzt, die Löcher, und manche sind auch genau mittig, so wie diese hier. Also das ist auch nicht so ganz genau. Aber ist es so, ich lasse es jetzt so, ich baue das jetzt mit der Schnüre alles fertig. Das Video wird noch was dauern, weil ich möchte jetzt mal nicht eine Baupause, sondern ich lasse mir da ein bisschen mehr Zeit, weil das jetzt alles, jetzt kommen noch die Gaffelbäume dran, die jetzt hier vorne dran kommen. Das kriege ich jetzt auch ungefähr hin, aber damit die ganze Schnüre das vertaut, das dauert ja alles. Und dann Video zeige ich alles, wenn ich es mal komplett habe. Also das nächste Video dauert was und was ich schon mache, ein kleines anderes Projekt, das würde ich jetzt auch noch mal ein Video zeigen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. So, das war jetzt ein bisschen viel gequatscht zum Schluss. Ja, ich würde mich freuen über ein Abo, Daumen hoch. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin gesund. Das Schlimmste scheint ja ein bisschen jetzt langsam überstanden zu sein. Es lockert sich jetzt alles. So, bis zum nächsten Video. Ciao.